active. Baby, be proactive. She looking so attractive. Dress with the backlist. We can make it happen. You could be the captain. I'll take you to the cabin. Penthouse mansion. Und damit hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute zeige ich euch mal den Afterpatch vom Give Card to Friend. Ja, der andere Give Card to Friend, den ich auf meinem Kanal hochgeladen habe, der wurde ja leider gepatcht. Und ich habe heute einen Afterpatch dafür. Den zeige ich euch heute. Und dann kommen wir auch direkt zu den Voraussetzungen. Was braucht ihr alles dafür? Ihr braucht einmal einen Freund. Das ist, glaube ich, selbstverständlich beim Give Card to Friend. Dann braucht ihr noch das Maze Bank Gebäude. Ist egal welches. Also ihr braucht auf jeden Fall ein Büro. Ich habe hier den Maze Bank Tower. Ihr könnt es mit jedem anderen Maze Bank Gebäude machen. Und in diesem Maze Bank Gebäude müsst ihr noch die Garage B1 drin haben und die Garage B2. So, was braucht ihr noch? Dann braucht ihr noch einen Nachtclub. Den könnt ihr hier einfach auf Maze Bank Foreclosures kaufen. Und im Nachtclub braucht ihr die Garage. Warte, hier, genau hier. Die Garage B2. Also ihr müsst hier bei Nachtclub auf Lager gehen. Und dann hier in der untersten Leiste muss hier der Haken bei der 2 drin sein. Also ihr braucht auf jeden Fall das Untergeschoss 2 im Nachtclub. So, was braucht ihr dann noch? Dann braucht ihr noch einen Bunker. Es ist egal, welcher Bunker. Ich habe diesen hier. In dem Bunker muss nichts ausgestattet sein. Und dann braucht ihr noch auf Warstock eine mobile Kommandozentrale. Und da muss auf der Position 3 Lager für persönliches Fahrzeug drin sein. So, in dem Lager für persönliches Fahrzeug muss noch ein kostenloser LG RH8 drin stehen und dann muss auch noch ein kostenloser RH8 im Nachtclub B2 drin stehen. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach schon an. Ich mache das Ganze hier in der Freunde-Lobby. Mein Zielmodus ist unterstütztes Zielen. Und ja, als erstes begebt euch einfach mal zu eurem Büro hin und an eurem Büro bestellt ihr euch einmal den LG RH8, der aus eurem Nachtclub ist. Also ihr bestellt euch auf jeden Fall den LG aus eurem Nachtclub, aus der B2 Garage. Mit diesem LG, wenn er dann gespawnt ist, fahrt ihr einfach in die Nähe von der Garage einmal hin. Aber ich mache das jetzt hier einmal ganz kurz. So, ich fahre jetzt hier runter. Genau. Und dann steigt ihr einfach hier kurz davor her aus. Lasst den einfach hier stehen und lauft zu Fuß in die Firmengarage 2 rein. So, es lädt immer kurz. So, wenn ihr dann hier in der Firmengarage 2 angekommen seid, geht ins Interaktionsmenü, geht auf Markierungen ausblenden, geht auf Jobs und stellt hier oben bei alle Jobs einmal auf eigene. Dann sollten euch hier auf der Karte auch schon die ganzen Jobs angezeigt werden. Falls das nicht bei euch so ist, müsst ihr einfach aus dem Büro nochmal rausgehen, das draußen nochmal ausmachen und wieder anmachen. Dann sollten euch auch die schon angezeigt werden. Auf jeden Fall, wenn euch dann die Jobs hier angezeigt werden, macht ihr das gleich so. Ihr stellt euch hier an diesen Fahrstuhl ran, dass da links diese Meldungen kommen. Und da wählt ihr mit dem Cursor einfach nur Büro aus. So, und jetzt erkläre ich euch kurz, was ihr gleich machen müsst. Und zwar drückt ihr gleich X. Geht dann ganz schnell auf die Karte, wählt hier irgendeinen Job aus, drückt dann Viereck, dann drückt ihr wieder X, um den Job zu starten. Falls bei euch eine Meldung kommen sollte, dass der Job nicht verfügbar ist, müsst ihr die einfach nochmal ablehnen und den Job nochmal versuchen zu starten. Wenn diese Meldung danach wiederkommt, mit der Zeit nicht verfügbar, nochmal ablehnen, schnell einen anderen Job auswählen und diesen dann starten. Das Ganze muss passieren, während ihr in der Cutscene seid, dass ihr ins Büro ladet. So, ich mache das jetzt einmal. Ich wähle Büro aus, ganz schnell Karte öffnen, Job auswählen, Job starten, ist derzeit nicht verfügbar, nochmal auswählen, derzeit nicht verfügbar. So, jetzt habe ich außerdem gleich ein bisschen gefettfingert, habe einmal die Jobmeldung weggedrückt. Auf jeden Fall, wenn ihr dann irgendeinen Job starten konntet, werdet ihr in diesen Job reingezogen. So. Und dann hier in diesem Job, sobald die ganzen Einstellungen geladen haben, geht ihr einfach auf Kreis und wieder X, um den Job zu verlassen. So, dann solltet ihr gleich hier unsichtbar spawnen. Bei mir hat das jetzt hier leider gerade nicht funktioniert. Wenn bei euch alles geklappt hat, solltet ihr dann hier unsichtbar sein. Ihr könnt euch nicht bewegen.
Auf jeden Fall solltet ihr dann im Normalfall hier unsichtbar sein. Bei mir hat das jetzt hier leider nicht funktioniert. Ich mache jetzt hier kurz einen kleinen Cut rein und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es bei mir dann auch funktioniert hat. So, wenn ihr das dann genauso geschafft habt, wie ich es eben erklärt habe, und dann seid ihr hier so unsichtbar und ihr könnt, habt euren Charakter nicht da und könnt euch nicht bewegen, dann hat alles geklappt. Jetzt muss euer Freund, der schon in eurer Lobby drin ist, einmal in ein Job für einen Titan gehen. Dann geht ihr jetzt auf sein Profil, geht dann auf diese GTA-Sitzung, geht dann auf Beitreten. Ich blende euch jetzt hier kurz einen Screenshot ein, ich kann das leider nicht zeigen, weil ich noch keine Elgato habe. Auf jeden Fall, ich blende euch jetzt hier kurz einen Screenshot ein, wie das dann aussehen muss. So, wenn ihr dann eurem Freund einmal auf Beitreten gegangen seid, sollte dort diese Meldung stehen und jetzt nehmt ihr einfach alle Meldungen an mit X. Einfach alle Meldungen durchspammen mit X. Manchmal kommen da noch Meldungen, manchmal nicht. Auf jeden Fall nehmt die alle an. Wenn das jetzt hier genauso ist wie bei mir, dass ihr in seinem Job drinnen landet, also wenn ihr in dem Job von eurem Freund drinnen landet, verlasst ihr den einfach einmal. Und dann macht ihr das jetzt gleich so. Und dann solltet ihr in der Nähe von eurem Büro spawnen, genau. Und dann sollte da oben vor eurem Büro dann noch der LG stehen. Zu diesem LG lauft jetzt einfach einmal hin. So, ich mache das jetzt kurz und steigt in diesen ein. Und sobald ihr in diesen eingestiegen seid, fahrt ihr einfach mit diesem LG zu eurem Nachtclub hin. Meiner ist hier. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall zu meinem Nachtclub hin. Ich mache jetzt da einen kleinen Zeitraffer rein. Wir sehen es dann auf jeden Fall gleich, wenn ich am Nachtclub angekommen bin. So, wenn ihr dann an eurem Nachtclub angekommen seid, fahrt ihr dann da einfach mal zu diesem Punkt hin, fahrt in diesen Punkt rein und wählt dann einmal Untergeschoss 2 aus. Dann sollte das genauso wie bei mir hier so verglitscht sein, der Bildschirm sollte flackern. Dann drückt ihr einfach die 3-Taste, um auszusteigen und dann solltet ihr auch gleich wieder oben auf der Map landen. Genau, ich bin jetzt hier in einem Tunnel gespawnt, ihr solltet normalerweise woanders spawnen. Wenn das auf jeden Fall jetzt so der Fall war, dass ihr irgendwo gespawnt seid, geht ihr ins Interaktionsmenü und macht hier einmal Easy Way Out. So. Sobald ihr dann wieder gespawnt seid, schnappt ihr euch einfach irgendein Straßenauto und begebt euch dann einfach zum Gift Card to Friends Spot. Ich zeige euch den hier kurz. Das ist der hier, wo Dark Mobs schon da steht. Fahrt auf jeden Fall zu diesem Spot wieder hin. Das ist auch schon der Spot vom alten Gift Card to Friend. Ich mache jetzt hier wieder einen Zeitraffer rein. Wir sehen uns dann gleich. So, wenn ihr dann an dem Gift Card to Friends Spot angekommen seid, geht ihr einfach einmal ins Aktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeug, geht auf mobile Kommandozentrale und geht einmal auf mobile Kommandozentrale anfordern. So, jetzt wartet ihr einmal, bis eure MOC angekommen ist. Das kann immer mal so ein paar Sekunden dauern. So, ich hoffe jetzt mal, dass die direkt hier oben spawnt. Ne, die ist jetzt da unten gespawnt. Dark Mobs geht ihr hier für mich ganz kurz hochholen. Und zwar müsst ihr eure MOC an diese Position hier stellen. Das ist auch der Spot vom alten Gift Card to Friend. Einfach auf diese Straße hier stellen. Und während euer Freund oder ihr selber euch die MOC hier hochholt, geht ihr schon mal auf Sonderfahrzeuge, auf mobile Kommandozentrale. Und geht dann hier auf persönliches Fahrzeug anfordern. So, ich warte jetzt hier ganz kurz, bis Dark Mobs meine MOC hingestellt haben, bis der LG gespawnt ist. So, auf jeden Fall lauft ihr jetzt gleich zu diesem Fahrzeug hin, was bei euch in der Nähe hier gespawnt ist. Und das sollte der LG aus eurer mobilen Kommandozentrale sein. So, in diesen steigt ihr dann einfach einmal ein und fahrt mit diesem einfach mal zu eurer MOC hin. Vergesst aber bitte nicht,
euren Freund vorher noch einsteigen zu lassen und euer Freund geht in diese Meldung. Also er drückt die Pfeiltaste nach unten, dass das Charakterrad kommt und dann wählt ihr hier einfach oben Franklin aus, lässt die Taste los und dann chillt er einfach in dieser Meldung. In dieser Meldung bleibt ihr einfach drinne, bis ihr als ja, Verklitscher, als Bekommer der Autos ihm Bescheid sagt, dass euer Freund halt aus der Meldung wieder raus kann. So, auf jeden Fall, wenn euer Freund in der Meldung dann drinne ist, fahrt ihr einfach einmal auf euren MOC zu und drückt die Pfeiltaste rechts. Dann sollte eure Kamera freezen, die Lichter sollten hinten hell werden und euer Freund sollte von alleine aussteigen. So, sobald euer Freund dann von alleine ausgestiegen ist, könnt ihr ihm sagen, er kann aus der Meldung rausgehen und dann lehnt er sich einfach, wie hier Dark Mobs schon gemacht hat, einfach hinten an die MOC ran. So, jetzt macht ihr das so, drückt die Pfeiltaste nach unten, dass das Charakterrad wiederkommt, wählt ihr einfach Franklin aus, lasst die Taste los, wartet hier kurz 2-3 Sekunden in der Meldung, dann drückt ihr wieder Kreis, um die abzulehnen und dann lauft ihr jetzt hier in den blauen Punkt rein und wählt dann aus, alleine eintreten. So, jetzt macht ihr das so, drückt ihr die Pfeiltaste nach unten gedrückt halten, den Stick nach oben drücken, um Franklin wieder auszuwählen und loslassen und dann sollte bei euch auch diese Meldung kommen. Falls diese Meldung nicht sofort kommt, müsst ihr das einfach noch ein paar Mal probieren. Auf jeden Fall, sobald dann diese Meldung kommt, lehnt ihr diese einfach ab und steigt dann in das Fahrzeug ein von eurem Freund. So, wenn das dann alles so geklappt hat, solltet ihr dann mit dem Fahrzeug in der MOC drinnen spawnen. Hier seht ihr, das ist Dark Mob sein Fahrzeug eben noch gewesen. Jetzt ist es meine. Denkt bitte dran, eure Freunde behalten diese Fahrzeuge auch. Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt hier von Dagmar bekommen und ich zeige euch jetzt einfach noch hier ein zweites Fahrzeug. Muss ich bloß kurz warten, bis Dagmar noch ein neues Fahrzeug einfach schnell angefordert hat. Und während Dagmar hier noch ein neues Fahrzeug anfordert, holt ihr euch aus irgendeiner anderen Garage noch einen extra LG ran. So, ich mache das jetzt hier ganz kurz. Oder holt euch irgendein Auto ran aus einer anderen Garage, was ihr noch wegschmeißen wollt, also was ihr verlieren könnt. In meinem Fall ist das jetzt hier irgendwo noch ein LG. Ich muss hier bloß kurz einen suchen. Ich gucke, ob ich irgendwo noch einen finde. So, wartet. Ich nehme jetzt einfach diesen LG hier, er hakt hier. So, ich habe mir den jetzt hier geholt. Jetzt warte ich. Hier, Dark Mobs gibt mir jetzt den Revolter gemoddet. Auf jeden Fall wartet ihr dann, bis euer LG gespawnt ist. Dieser Part ist jetzt nur für die Leute, die noch mehrere Autos von eurem Freund haben wollen. Also wenn ihr noch mehrere Autos haben wollt von eurem Freund, das ist dieser Part hier. Wenn ihr nur ein Fahrzeug von eurem Freund haben wollt, müsst ihr diesen Part jetzt nicht machen. Aber ich zeige euch jetzt den Part für mehrere Autos bekommen. So, jetzt lasst ihr euren Freund wieder einsteigen und euer Freund geht einfach wie eben schon ganz einfach in diese Franklin-Meldung wieder rein. So, jetzt macht ihr es einfach so, fahrt wieder auf die MOC drauf zu, drückt die Pfeiltaste rechts, dann kommt hier so eine Meldung, die bestätigt ihr mit X und dann wartet ihr einfach wieder, bis euer Freund rausgekickt wurde. So, der wurde jetzt rausgekickt, dann sagt ihr ihm Bescheid, dass er aus der Meldung raus kann und dann lehnt er sich wieder an den MOC hin dran. Ihr macht das gleiche wie eben, geht wieder in die Franklin-Meldung für 2-3 Sekunden. So, ich gehe jetzt hier raus, dann in den blauen Punkt rein. Alleine eintreten auswählen, Pfeiltaste nach unten gedrückt halten, den rechten Steuerstick nach oben drücken, gedrückt halten und beides loslassen, dann sollte diese Meldung kommen, die lehnt ihr mit Kreis ab, dann solltet ihr wieder unsichtbar auf der Karte spawnen und dann lauft ihr einfach wieder zu dem Fahrzeug hin von eurem Freund. So, und dann habt ihr das nächste Fahrzeug von ihm auch schon und das könnt ihr jetzt mit allen Fahrzeugen machen, ihr braucht halt bloß immer wieder einen LG oder ein anderes Fahrzeug, was ihr einfach verlieren könnt. So, das war auch schon der Gift Card to Friend Glitch, den ich euch heute mal gezeigt habe. Ich hoffe, euch hat dieser Glitch gefallen. Falls ihr Fragen habt zu diesem Glitch, schreibt sie in die Kommentare. Falls irgendwas nicht klappt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall dabei helfen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.